Ja, Shadley, das war wohl das letzte Mal, dass wir uns jetzt sehen. Ja, letzte Folge haben wir diesen tollen Kampf gegen Bahamut bestritten. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Ja, so in der Art waren wir in den letzten 3 Folgen. Eine Sache noch kurz. Oh, guten Abend. Oh. Was darf es sein? Oh. Ganz kurz, ganz kurz. Der hier war's. Ja. Ja, komm. Okay. So, das wollte ich nur eben machen. Okay. Gut. Weiter geht's. Endlich wieder Storytime. Oh. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Oh. Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud, ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier. Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen. Ein Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Okay. Das war ein bisschen weird, ne? Okay. So, weiter geht's. Storytime. Moment, wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir überhaupt hin? Runter? Dahin, Tiefgarage. Ach ja, zum, zu den Herrenklos, ne? Warum habe ich denn keine Map an? Hä? Warten Sie? So. Danke, danke. Minimap, ne? Oder machen wir die? Ne, wir machen die Minimap. So, da müssen wir lang. Aber nach oben, okay. Nee, doch. Warte, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Das ist eine Etage höher, oder? Wir sollen doch irgendwie durch die Klos gehen. Oder nicht? Doch. Durch die Klos. Wo sind denn die Klos? Nochmal. Wo sind nochmal die Klos? Hier draußen, ne? Das hier? Okay. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Was denn? Ey, was denn? Hä? Jetzt, das wollte ich wissen. Tch. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Okay. Ich glaube, wir sind hierher gerade gekommen, ne? Vermutlich. Ja, okay. Ich dachte, wir müssen hier rein. Aber gut. Was? Feuer? Was? Ach so, das ist hier wieder. Okay. So, da sind die Klos. Da sind sie doch. Aber wohin? Mädchenklo? Geht nicht. Männerklo? Hä, aber wir müssen doch auf die Klos.
oben vielleicht? 64. Etage. Moment, die Klos waren auf der 64. Ja. Nicht die Klos, okay. Sorry, nach den ganzen Kampfsimulatoren und den ganzen Gegrinde jetzt, habe ich wieder alles vergessen. So wie immer. Oh, wie cool das aussieht. 64. Etage, Besprechungsräume. Ich bleib mal stehen. Okay, Klos. Was ist das? Warum ist denn hier? Was ist hier? Du benötigst eine autorisierte Karte. Okay, aber was? Ist das eine Geheimtür hier? Wie kommen wir denn zu den Klos? Wir sollen doch über die Klos gehen. Da sind die noch am Gehen. Wartet mal, was ist das da auf der Karte? Das sind die Rolltreppen. Okay. Gibt's hier irgendwo Klos? Ob Hojo auch da drin ist? Vermutlich ja. Bestimmt irgendwo an der Seite, oder? Da müssen wir hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da rein können sollen. Soll ich mal gucken? Soll ich mal fragen? Kann ich etwas für Sie tun? Nee, alles cool. Okay. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen Sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen? Tu genau. Nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Wo man müssen darf. Wie süß ist das denn? Okay. Wo ist es wirklich in Ordnung, dass wir uns hier aufhalten? Das Meeting läuft schon. Na und? Die haben doch gesagt, dass wir uns um den Geruch kümmern sollen. Der von den WCs in den Konferenzraum zieht. Das ist ja jetzt wohl das allergeringste Problem, oder? Wir kriegen sicher Ärger. Geruch? Okay, immer der Nase nach. Guten Tag, wo sind denn die Klos? Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Kein Kommentar. Das sind Besprechungsräume. Okay. Warte, wir müssen da lang eigentlich, ne? Okay, warte, ich möchte hier trotzdem nochmal gucken, was hier noch so ist. Wie dunkel das hier auch alles ist, ne? Das ist schon ganz schön krass gemacht. Was ist hier noch? Guten Tag. Kann ich hier... Jetzt würde ich gerne hier einen Penis an das Whiteboard malen. Cloud Wars hier. Okay, nein, sorry. Tut mir leid. Blöder Witz. Okay. Hier kann ich rein? Ist hier irgendwas? Nicht genug Personal. Was? Okay. Dass wir hier einfach durch dürfen. Ich brauche was Starkes, damit ich heute gut schlafen kann. Okay, ciao. Warte, da ist die Tür. Okay, gut, jetzt sind wir einmal rumgegangen. Ich wollte nur mal schauen, weil es kann ja sein, maybe, dass da noch irgendwas drin ist, eine Truhe zum Beispiel. So, können wir denn aufs Mädchenklo oder was? Können wir hier rein? Das ist die Damentoilette. Na und? Okay. Das ist die Damentoilette. Okay, wir müssen auf die Herrentoilette. Es wurde uns auch gesagt, trotzdem wollte ich es mal probieren. Ich warte hier. Hä? Warum? Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Na, so ein bisschen anstellen tut sie sich aber schon, oder? Also, Gamescom-Messe, ja... Da muss man dann auch mal das Herrenklo benutzen, weil das Damenklo ist immer voll. Ja, Konzerte und so. Gamescom nicht unbedingt. Da geht's tatsächlich mittlerweile. Aber Konzerte, da geht das mal. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slumklos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Wir können noch ein bisschen hier...
am WC rumstehen. Ich vermute mal, der ist hier irgendwo in der Ecke, oder? Da, genau. Das Spiel zeigt uns das schon an. Haben wir eigentlich ein Spiegelbild? Oh. Das ist unsere... Das ist, sind wir von hinten, ne? Finde ich immer interessant, wie das so gemacht ist. Ist eine okaye Lösung. Ist okay. Ist okay. Ich wollte es nur mal schauen. Ich finde Spiegelbilder immer interessant in Games. Okay, Lüftungsschacht. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Warum lässt du Tifa denn nicht vor? Das wäre viel netter. Entschuldigung. Ja, ich. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte mich umdrehen. Okay, dann kriechen wir mal hier durch. Wenn man so das Licht sieht, sorry, auf dem Schwert und so, obwohl hier, ja gut, hier ist es ein bisschen matschig. Aber so generell sieht das schon ganz cool aus, ey. Muss ich ja sagen. Okay, ich wollte nach rechts oder links gehen, aber der tut, was er will, der Cloud. Ah, jetzt kann ich mich entscheiden, oder was? Dann möchte ich erstmal in die Sackgasse, weil ich möchte gucken, ob da irgendwas ist. Vermutlich nicht. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Nicht, dass da irgendwo eine Materia drin liegt. Okay. Oh nee, echt? So schwer ist das zurückzukommen? Okay, jetzt geht's. Okay, das machen wir nicht nochmal. Das ist ja mega nervig. Ist gut. Reicht. Lüftungsschächte sehen übrigens nie so sauber aus. Habe ich irgendwo mal gehört, dass das ja ganz oft, das kommt ja auch ganz oft in Filmen vor und so. Die sind immer voller Spinnennetze und richtig dreckig. So richtig staubig und so. Kleiner Fun-Fact, so. Am Rande. Ey, interagieren! Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Wie er ihr auf den Kopf klopft. Alles gut. Alles gut. Ja, so, cool. Krieg ich mal ein bisschen, ne? Ich möchte jetzt aber wieder hinten in die Ecke. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Mhm. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Ja. Ich höre Tifa zwar, aber ich sehe sie nicht. Ich würde sie gerne sehen. Ihr nicht auch? Doch, oder? So, jetzt, ja, nun, also tut mir leid, aber ich möchte wissen, was da in der Ecke ist. Ich muss zumindest gucken. Ja, seht ihr? Haha, seht ihr? Seht ihr? Die ist aber gar nicht so rund. Sind die so polygonisch? TP-Boost! Das ist ja witzig, ey. Eben noch. Achso, ich sehe Tifa hinter uns. Also auf der Map oben.
eben noch den TP-Boost verkauft und jetzt einen bekommen wieder. Ja, nun, okay. Dann ist ja gut. Ich habe nämlich kurz überlegt, ob wir es nicht irgendwie doch noch gebrauchen könnten. Jetzt haben wir es. Danke, Spiel. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Sehr nett. Weitergehen. Rechts rum, bitte. Dann sind wir auch gleich schon da. Der Barrett wäre hier wirklich nicht durchgekommen. Wir sind da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier, auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verpasst. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird... stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. So böse. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier... Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Boah. Ganz schön evil. Die alle hier. Wie du es tust, ist mir egal. Aber... wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Ei. Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Boah, sind die alle böse. Alles fügt sich. Boah. Übel. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Okay. Wussten wir das nicht schon, dass wir zu Hojo müssen? Rettungsaktion für Aerith. Wussten wir das nicht schon?
Hier nicht, bitte nicht rennen! In den Fluren nicht rennen! Da ist er. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Oh. Mit Seffi war. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Wusste ich doch, dass es ein Geheimgang ist. Das war ja Sephiroth. Wir wissen ja, dass es um Sephiroth geht. Es ist ein kleiner Fun-Fact, weil er meinte Kreuzung zwischen Aerith und Sephiroth. Man sieht das an den ähnlichen Haaren. Die sollten mal wohl eigentlich Geschwister sein. Also beim ersten Entwurf der Story. Und dann sollten sie ein Pärchen gewesen sein, tatsächlich. Ziemlich interessant. Das mit den Geschwistern, deswegen haben die halt diese gleichen Haare. Früher in dem Original, da sieht man es so richtig, ne? Diesen Pony, der so, ja, etwas Spezielles, sag ich mal. Hier ist keine Truhe und nichts, ne? Nee, okay. Gut. Hinterher! Das wird ja gerade richtig spannend, richtig unangenehm hier auch. Da ist eine Truhe. Oh, und ein... Oh. Okay. Warum ist hier so viel Zeug? Ich bin ja froh, aber... Noch eine Truhe. Warte, die nehme ich mal eben mit. Okay, wartet, bevor ich nachher hier irgendwas trigger. Lieber gucke ich erstmal hier hin und setze mich kurz hin. Ich glaube, sitzen muss ich aber gar nicht. Oh, drei Sachen im Angebot, oder was? Megatrank, Äther und Phönixfeder. Ja, Äther, ne? Haben wir ja einige verbraucht gegen Bahamut. Wir nehmen alles hier mit, was hier günstig ist gerade. Und das war's dann auch. Ich glaube, hinsetzen müssen wir uns gar nicht, oder? Nö, wir sind voll. MP sind auch voll. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht sitzen. Tja, da musst du noch ein bisschen mit deinen Rückenschmerzen klarkommen, Cloud. Diesmal brauchst du nicht sitzen. Schnelltrank, okay. Alles Sachen, die ich irgendwie eh nicht nutze. Ich will mir das hier alles mal in Ruhe angucken. Oh, guck mal. Richtig übel, diese so spooky Labore, ne? Ist immer... Eieiei. Okay, hier kann man nicht rein. Will mal eben schauen. Ach, hier ist nochmal was zum Sitzen. Noch ein Rastpunkt. Und das ist ein Aufzug. Warum sind denn hier zwei? Moment, was ist das hier? Kommen wir etwa zu einem Boss? Erst einmal werde ich... Nein, ich sollte doch lieber... Obwohl... Vielleicht doch lieber das? Ich will mir das hier alles ein bisschen angucken. Und ihm zuhören. Moment. Stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hojo! Hört er uns gar nicht? Stehen bleiben! Ah? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Dass er so wenig Angst hat, passt mir gar nicht. Das
sieht nach Bosskampf aus. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Eris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Ich wusste es. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Das war so klar. Ja, nun, klar. Danger! Gnade. Gibt es nicht. Oh, 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 was kommt da gleich raus? Cthulhu! Ist das Cthulhu oder was? Was ist das denn? Oh! Bosskampf! Ich wusste es, ey! Hier kommt Barret! Ach so, ich habe übrigens die Builds natürlich angepasst zwischen den Folgen. Okay, linker Arm, Prototyp H0512. Das Blöde ist, ich habe damit gerechnet, dass Aerith schon vielleicht dabei ist und habe Aerith die ganze Heilmagie gegeben. Na gut, was machen wir denn jetzt am besten? Hattest du nicht noch Eisaura? Hat noch irgendjemand Analyse? Habe ich Analyse weggetan? Anscheinend. Ich würde ihn gerne analysieren. Na gut, dann halt nicht. Kriegen wir auch so hin. Übernimm mal. Es geht los. Mal hier die Minions kaputt. Ich vermute mal, da kommen welche nach. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall um den Großen hier kümmern. Kriegen wir hin. Kontergriff. Okay, irgendjemand nimmt der gleich. Feuer wird schon gehen. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Aus dem Weg. Ach, Barrett. Du bist halt einfach zu langsam. So. Und nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten den Arm platt machen. Viel Erfolg! Zieh dich zurück. Da kommt so Zeug raus. Also damit kann der angreifen irgendwie. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, das zu tun. So. Nicht übertreiben. Du bist schon ungeduldig. Ja, der hat schon ein bisschen Energie. Boah, ich lieb das, wenn die Musik kommt. Oh! Okay. Okay. Wir hätten den Arm vielleicht... Oh mein Gott. Sind wir jetzt in Resident Evil oder was? Oh! Okay, jetzt tut er wirklich mehr... Oh, Bio! Der macht Bio bei uns. Ih! Mach mal den Arm kaputt. Linke Hand zerstört, sehr gut. Noch mal ein bisschen den Minions weg, um meine ATB-Leisten hochzumachen. Nichts überstürzen. Roger, ich übernehme.
Alter, der ist stark. Ich weiß halt nicht, was gegen den hilft, ne? Hab bisher noch keine Schwäche entdeckt. Oh, hier die Kleinen kurz geplatt. Kratzen. Nein, lass das. So. Komm, mach mal den hier. Und mach den mal direkt nochmal. Kann ich dir das überlassen? Zieh dich zurück. Oh, wir sind direkt rausgekommen. Das ist aber auch gut. I. Oh, geht aber. Kriegen wir hin. Also bis jetzt hat er uns noch... Ja, so tiefer. Tiefer hat die ganze Zeit Bio. Wir haben nichts mit behandeln. Nur... Ach doch, wir könnten... wir könnten mal einen Gegenstand nehmen. Boah, die Mucke fetzt voll. Nicht Beruhigungsmittel. Schnelltrank. Giftmüll. Nee, das Gegenteil. Warte mal, erstmal kurz ausweichen. Nein! Oh, beschwören. Sehr gut. Boah, die Musik kickt, oder? Ich feiere die Musik gerade so. Was hilft denn gegen Gift? Elixier? Halt TP. Vollständig. Oh. Wir sollten mal ein Elixier nehmen. Das hätten wir bei Barmut mal nehmen können. Zorn, Allheilmittel. Nehmen wir das doch. Wir müssen jetzt leider hier mit den Sachen klarkommen. Jetzt kann ich dir das sagen. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon gegen... dass wir jetzt noch einen Boss haben. Aber, ja... Die Fähigkeit erlernt. Geil. Aber ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Dass wir Aerith vorher finden, bevor wir auf irgendwas anderes treffen. Aber naja, kriegen wir hin. Oh, okay. Ach, das ist ein Schädel da an der Seite. Der ist irgendwie aus allen möglichen zusammengeschustert. Oh, das ist nicht gut. Boah, die Musik. Ich nehme mal Ifrit, weil... Hilf mir mal. Feuer ist bestimmt gut gegen den. Was macht der da? Das gefällt mir nicht. Oh. Kann ich dir das überlassen? Einen Heilung vertragen. Jetzt nutzen wir mal richtig hier die Sachen, ne? Komm, jeder nimmt sich ein Heilmittel. Hat mich Cloud gerade beschützt? Boah. Oh, Tifa ist fast hinüber. Shit. Guck mal, hier die Treppen sind zu. Ich wollte gerade die Treppen hochgehen. Guck mal, hier irgendwie in die Ecke. Ah, jetzt mach der Tifa platt. So, warte. Tifa, warte. Ich geb dir was. Ja doch. Nein, nicht Barret. Egal. Machen wir nochmal. So, Essbarfähigkeit können wir mal machen. Machen wir direkt nochmal. Und machen wir direkt nochmal. Ja, mach ihn platt. Ich glaube, wir haben den jetzt, oder? Ifrit macht den jetzt fertig. Das schöne Labor. Alles kaputt. Und? Ja, wusste ich doch. Oh, jetzt tut er mir ein bisschen leid, irgendwie.
der Cthulhu. Prototyp. Los, verfolgen wir Hojo. Rettungsaktion für Aretha. Das hat mir jetzt ein bisschen leid getan. Entschuldigung, ich sitze hier gerade und habe den Mund offen. Oh, da ist er. Oh mein Gott. Wartet mal ganz kurz. War hier nicht irgendwo... Da ist ein... Okay, wartet. Ich will mich eben ganz kurz nur hinsetzen. Bevor es jetzt hier irgendwie krass weitergeht. Hallo. Hey. Hey. Können wir nicht an den ran? Okay, können wir gerade nicht anscheinend. Ach Mann. Schade. Okay, hier hoch müssen wir, oder was? Die 60. Etage, Hojos Labor, Hauptebene. Ihr seid so gütig. Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Aber echt. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Aris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold! Echt? Du Witzbold? Unsere Ansichten divergieren wohl. Ah, vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Von wegen. Alter. So, Feuer. Wer hat nochmal Feuer? Tiefe habe ich Feuer gegeben. Aber erstmal kriegt hier irgendjemand die maximale Wut. Aber unangenehm. Immer dieser Mist immer. Mit den Granaten. Ich weiß gar nicht, ob ich Feuer brauche. Ich glaube, das brauche ich nicht. Jetzt erst recht. Was soll denn... Das sind aber lächerlich wenig Gardisten. Roger, ich übernehme. Es geht los. Oder? So, das war's. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Aber echt? Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich wieder an dich.
In Wirklichkeit bist du nur ein... Okay, haben die anderen das jetzt gehört? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hey, was soll der Scheiß? Cloud! Echt, was soll der Scheiß? Wir sind doch hier nicht bei Harry Potter. Geht klar, in Deckung! Wenn Barrett eins kann, dann was kaputt machen. Ja, oh ja! Ihr seid gekommen! Ja. Aeris! Tifa! Oh. Wo kommen die denn her? Star Wars? Marlene, geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Die sehen aber gemein aus. Panzergardist. Und ich kann die nicht analysieren. Hätte ich eigentlich eben mal ausrüsten können, Analyse. Habe ich nicht gemacht. Das war dumm. Na gut. Egal. Wir kriegen das alles auch so. Zähl auf den. So. Das. Oh, die sind ein bisschen stärker. Meine Fresse. Jetzt ist die Frage, was hilft gegen die? Feuer? Das sind schließlich Gardisten. Aber sie sind eingepackt. Oh, ich habe nicht gesehen, ob da Schwäche stand. Ja. Alles geht. Oh, Schock. Komm, du bist fertig. Alter. Hat der gerade einen Selbstzerstörungsmechanismus? Hat der... Zu nachlässig. Was ist das? Was rollt da rum? Nichts überstürzt. Hä, sind wir jetzt... Jetzt auch noch Eisläufer. Holiday on Ice. Ey, was kommt hier alles vor in diesem Spiel? Nein, Entschuldigung, aber... Hat schon Vorarbeit geleistet. Entschuldigung. Das klang mal voll witzig. Aeris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Da kommt er. Was war das bitte? Los. Aeris! Was jetzt? Ihr nach. Ja, sie weiß was wir nicht wissen. Kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Moment. Können wir nochmal runter? Ich möchte nochmal auf die Bank. Nach dem Kampf jetzt habe ich ganz schön Rückenschmerzen. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Nicht. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Drei, zehn.
Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist in Con. So ein Mist. Was nun? Oh. Oh, was ist jetzt? Oh. Mutter. Ich bin gekommen. Das ist Sephiroths Stimme. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter. Sie sind wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. Ich denke mal, ja. Ist nicht so leicht, mit ihm zu gehen, Bart. Ah, da ist sie. Alle beide so, gleichzeitig. B3, allgemeine Angelegenheiten. Hey, Reno. Wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut. Wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Na dann, springt mal besser.